Es begann vor vielen, vielen Jahren. Die Grafen von Veldenz beschlossen im Jahre 1207 den Bau einer der mächtigsten Burganlagen Deutschlands, der Burg Lichtenberg. Das Reich Kaiser Friedrichs II. War zerrissen und Kriege verheerten das Land. Die Menschen hofften auf ihren einzigen Schutz, die Ritter des Kaisers. Mutige Ritter verteidigten das Land und seine Menschen in den kommenden Jahrhunderten. Doch Ende des 14. Jahrhunderts fand das Rittertum sein Ende. Nahm es wirklich sein Ende? Oder gibt es nicht auch heute noch Menschen, deren Streben nach Ritterlichkeit ein wichtiges Ziel geblieben ist? Auch heute noch wandeln sie auf den Spuren der alten Ritter. So öffnet die Burg Lichtenberg nun auch für sie ihre Pforten und der edle Herold lädt ein zu fröhlicher Gasterei und abenteuerlichem Turnier. Kaum mit dem modernen Stahlross angereist, geht es für die Leibeigenen des Königs zur Eroberung der Burg und der 1995 neu erbauten Jugendherberge. Nach einer herzlichen Begrüßung erwartet die angehenden Ritter erst einmal ein kräftigendes Mahl für die kommenden Abenteuer. Gut gestärkt geht es dann auf Eroberungstour durch die Burg. Als erstes gilt es im ritterlichen Trupp eine schwierige Burgrallye zu bewältigen. Schon lässt sich ahnen, welch ein Leben die Ritter auf der Burg Lichtenberg mit ihren edlen Damen führten. Der Bergfried. Letzter Zufluchtsort im Angriffsfalle bietet einen weiten Blick über das liebliche Kuseler Bergland. Die Zehntscheune, in den 70er Jahren wieder aufgebaut, beherbergt einen Gast aus früherer Zeit. Ritter Gerhard III., Graf von Veldenz, begrüßt die angehenden Rittersleute und stellt im Modell die Burg Lichtenberg vor. Kirche und Kräutergarten sorgten bereits im Mittelalter für Leib und Seele der Burgbewohner. Doch auch kleine Bewohner der Burg lassen ihren Zauber wirken und faszinieren groß und klein. Doch nun zu euch, liebe Gäste. Was erwartet euch hier? Der edle Herold nimmt euch ins Visier und demonstriert euch die unterschiedlichen mittelalterlichen Ritterhelme und was es heißt, mit offenem Visier kämpfen zu müssen. Doch auch die Farbe darf im ritterlichen Kampf nicht fehlen. Jeder Ritter erkannte seinen Gegner an seinem bunt bemalten Wappenschild. Auch ihr, meine lieben Gäste,
werdet euer eigenes Wappen nach mittelalterlicher Art und Farbenregel gestalten. Dies und auch seine Burg, ein mittelalterliches Brettspiel, darf er als Ritter stolz nach Hause tragen. Für den kleinen Hunger zwischendurch kann man sich hier an der Rezeption mit allem versorgen, was moderne Ritter so lieben. Doch auch die mutigsten Ritter müssen sich dem Schlaf ergeben. Ihr Leute, schließt die Türe zu und löscht die Feuer aus. Ein jeder gehe nun zur Ruhe, die Nacht der Bieren lauf. Die Uhr schlägt schon zur neunten Stund, Gott halt euch all gesund. Die Uhr schlägt schon zur neunten Stund, Gott halt euch all gesund. Wenn der Hahnenschrei zum nächsten Tagwerk ruft, sind auch die angehenden Ritter wieder munter und rüsten sich für den nächsten Tag. Die Könige rufen zum Hoftag auf. Herzog und Herzogin werden erwählt und treue Grafen und Gräfinnen stehen dem edlen König mit ihrem Eid treu zur Seite. Marsch, marsch, zur Aufstellung zum Turnier. Die Klingen werden gewetzt, die Ritter treten in voller Rüstung an zum großen Abschlussturnier. Hier zeigt sich, wer auch trotz geschlossenem Visier über genug Mut und Geschicklichkeit verfügt, um das Turnier für seinen König erfolgreich zu bestreiten. Und erst wenn die letzte Sau erstochen ist, ruft der Herold die tapferen Recken zum Rittermahl. Doch vorher gilt es noch, Balance, Geschicklichkeit, aber auch Taktik auf dem Balken zu beweisen und dem Gegner den Sack so richtig um die Ohren zu hauen. Manchmal müssen allerdings auch König und Schatzmeister ran und vor dem Volke bestehen. Der Kampf hat alle müde und hungrig gemacht und so wartet nun alles auf das Rittermahl. Unter seiner fachkundigen Führung ziehen die Könige, das adlige Gefolge und die Pagen ein in den festlich geschmückten Rittersaal. Dort erfreut man sich an Speis und Trank, derben Scherzen und edlem Tanz. Auch die Akrobatik darf dabei nicht fehlen. Merket auf und gebet Acht und schweiget endlich stille, es ist des Herolds Wille. Regularius primus, ihr seid gehalten, euch eines gesitteten Benehmens zu befleißigen. Wer seinen Nachbarn bei Tisch stoßet oder bedrängt, ihm saftige Stücklein wegstibitzet oder gar seinen Saft aussuffet, wer seines Nachbarn Gewand bespritzet oder sonst wie ruiniert, ein solcher Tischgesell soll Humpen als auch Messer verwirket haben. Auch der Hofnarr darf so manches Scherzlein wagen. Nun ist es endlich soweit. Nach langer Mühe und harten Proben erwartet den edlen Knappen nun aus der Hand des Herolds der Schlag zum Ritter. Von nun ab
darf er seine Rüstung und mittelalterlichen Namen mit Fug und Recht tragen und für seinen König und die Ritterehre eine Lanze brechen. Doch wie verteidigt man seine Burg? Das erlernt der Ritter nun beim Brettspielturnier in der mittelalterlichen Burgverteidigung. Natürlich gibt es dann auch für alle die Möglichkeit, einmal die verschiedenen Ritterhelme auszuprobieren und auch das Schwert in die Hand zu nehmen, um die Ehre seines Königs zu verteidigen. Doch zum guten Schluss möchte sich Ihnen der edle Herold einmal vorstellen. Mein Name ist Claudia Jirka Köcher. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich habe Geschichte, Politikwissenschaften und Geografie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert und mit dem Magisterabschluss beendet. Schon früh begeisterte mich auf meinen zahlreichen Reisen im englischen und französischen Raum die Vermittlung historischen Wissens in einer experimentellen Form. Immer wieder faszinierend für mich ist, sehr komplexe historische Themen auch für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren in angemessener Weise fassbar und erlebbar zu vermitteln. In einem 2-tägigen Rollenspiel reisen wir unter meiner Leitung gemeinsam mit Spiel und Spaß in die Vergangenheit. Wir entdecken auf dieser Zeitreise Spuren mittelalterlicher Kultur in unserer heutigen modernen Gesellschaft und lernen, diese verstehen und zu deuten. Das Programm Ritter der Tafelrunde ist witterungsunabhängig, beinhaltet Aktionen innerhalb der Jugendherberge und auf dem wunderschönen, großzügigen Außengelände der Burg Thalichtenberg und kann nach individuellen Wünschen zeitlich und thematisch flexibel gestaltet werden. Das Jugendherbergsteam und der edle Herold von Burg Lichtenberg freuen sich jetzt bereits auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen aus der Ferne der Jahrhunderte eine angenehme Zeit mit den alten Rittersleuten.